Immer mehr Menschen ist es wichtig, auch beim Investieren auf Nachhaltigkeit zu achten, also auf grüne Aktien zu setzen. Doch wie bewertet man Nachhaltigkeit? Die Kollegen von Börse Online, die haben dafür einen Nachhaltigkeitsscore entwickelt. Dieser setzt auf zwei verschiedene Bewertungssysteme und kombiniert diese. Zudem wurde ein Performance-Kriterienkatalog erstellt. Denn was bringt ein gutes Gewissen, wenn die Kurse nicht steigen? Das Ergebnis der kompletten Analyse sind die 50 ökonomisch besten und ökologisch nachhaltigsten Aktien der Welt. Und die Top 5, die stelle ich euch jetzt vor. Willkommen bei Einfach Börse. Die Neuanlagen im Bereich nachhaltige Investments, die haben sich in den vergangenen 10 Jahren verzwanzigfacht. Nachhaltigkeit hat drei Seiten. Eine grüne, auf Englisch Environment, eine soziale, auf Englisch Social und eine für gute Unternehmensführung, auf Englisch Governance. Also kurz ESG oder ESG. Unter die Top 50 der besten ESG-Aktien hat es so mancher Wert geschafft, mit dem man im ersten Moment nicht unbedingt rechnen würde. Also, los geht's. Platz 5. Merck. Merck ist ein deutsches Unternehmen aus der Chemie- und Pharmaindustrie und im DAX gelistet. Merck hat sich auf die Fahnen geschrieben, bis 2040 klimaneutral zu sein. Der Konzern hat drei Hauptgeschäftsfelder. Die Laborausrüstersparte, diese profitiert vom Boom bei biopharmazeutischen Innovationen. Die Pharmasparte, diese hat vielversprechende Wirkstoffe gegen MS am Start. Und der Bereich Spezialchemie und Halbleiter, dieser liefert Materialien für die boomende Chipbranche. Der Börsenwert des Unternehmens beträgt rund 75 Milliarden Euro. Das 2023er KGV liegt bei 16,6. Die Aktie hat Nachholpotenzial. Platz 4. Zalando. Zalando ist ein deutscher Online-Modehändler und Zalando würde im ESG-Ranking wahrscheinlich noch höher stehen, wenn sie für ihre Retouren Geld verlangen und sich diese dadurch verringern würden. Dafür hat Zalando aber Second-Hand-Kleidung im Angebot, man minimiert Verpackungsabfall und verzichtet auf Einwegplastik. Die hohe Inflation, die könnte die Kauflust der Kunden in den nächsten Monaten bremsen, aber langfristig führt an Zalando und dem entsprechenden Wertpapier kein Weg vorbei. Das 2023er KGV liegt bei 28,8. Platz 3. Ball. Die Ball Group existiert bereits seit 1880. Das amerikanische Unternehmen ist der größte Hersteller von Aluminiumdosen. Das klingt jetzt zunächst nicht allzu nachhaltig. Bis zum Jahr 2030 sollen aber sämtliche Produkte für die Aluminiumproduktion aus zertifizierten und nachhaltigen Quellen bezogen werden. Sukzessive will der Konzern zudem die Recyclingrate erhöhen. Unter anderem wegen der hohen Energiepreise hat die Aktie von Ball zuletzt einen starken Rücksetzer verzeichnet. Deshalb könnte die Gelegenheit aktuell günstig sein, in einen starken Konzern mit hoher Nachfragedynamik zu investieren. Das KGV für 2023 liegt bei 16,4. Platz 2. Nvidia. Nvidia ist ein amerikanischer Chiphersteller. Besonders stark schnitt Nvidia im 5-Jahres-Vergleich beim Umsatz- und Gewinnwachstum ab. Zuletzt schwächelte dieses jedoch. Vor allem Lieferkettenprobleme und der Krieg in der Ukraine ließen hier die Wachstumskurve abflachen. Grundsätzlich läuft es aber vor allem mit Chips im Spielesegment, aber auch im Metaverse rund für Nvidia. Bei Grafikchips ist der Konzern nahezu unantastbar und sollte es auch auf absehbare Zeit bleiben. Das dürfte dann auch wieder den Kurs antreiben. Das 2023er KGV liegt bei 28,6. Platz 1. Puma. Puma ist ein deutscher Sportartikelhersteller und im DAX gelistet. Bis 2025 will Puma 9 von 10 seiner Produkte aus nachhaltigeren Materialien herstellen. Bis dahin soll nur noch recyceltes Polyester eingesetzt werden. Schon jetzt entwickelte Puma ein Dämpfungsmaterial für Schuhe, das zum Teil aus Zuckerrohr besteht. Zudem startete man im April ein Pilotprojekt mit biologisch abbaubaren Sneakern. Aktuell leidet Puma unter Lieferengpässen und der hohen Inflation. Trotzdem hält man an den Jahreszielen fest. Die Aktie ist stark unter die Räder gekommen und auf dem aktuellen Niveau wieder attraktiv. Das 2023er KGV liegt bei 20,5. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen möchtet, welche Konzerne sich auf den weiteren Plätzen des Rankings befinden, oder falls ihr euch mal genauer anschauen möchtet, aus welchen Komponenten sich dieses zusammensetzt, dann könnt ihr das gerne nachlesen bei den Kollegen von Börse Online. Details findet ihr in der Ausgabe 23 dieses Jahres. Ich verlinke sie euch mal hier unter dem Video. Und wir sehen uns dann gerne nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.